So, wir sind zurück in Tiberius MCs Tempel. Wir haben hier den ersten Boss jetzt mit dem zweiten Skill Deck gelegt. Der war hier, bei dem wir gestern größere Schwierigkeiten hatten. Das war jetzt dieses Mal auch relativ knapp. Trotzdem Lagerschluss endlich. Und jetzt gucken wir, dass wir auch noch irgendwie Tiberius MC besiegen. Dazu brauchen wir natürlich auch wieder ein wenig Glück, aber auch etwas Fokus. Ich muss mich noch ein bisschen einstellen auf das neue Skill Deck. Ich werde ab und zu muss ich immer noch mal nachschauen, welche Skills jetzt gerade wo liegen noch. Ich habe zwar nicht viele ausgetauscht, trotzdem reicht das aus natürlich, dass man da erstmal gucken muss, dass man da wieder reinkommt. So, da haben wir die goldenen Mumien umgenietet. Der erste Boss hat uns leider kein Ranger Gear gedroppt. Oder irgendwas, was für uns von Nutzen wäre. Es ist auch nicht allzu tragisch. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwie, dass in dem Dungeon viel geht für Ranger. Was ich jetzt noch gar nicht getestet habe, ist man, ob ich überhaupt vielleicht schon irgendwas craften könnte, was irgendwie hilfreich wäre. Könnte ich nicht wirklich. Also ich habe nicht genügend Mats für die Sachen. Solche Buff-Food und so Zeug wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das geht nicht. Okay, müssen wir so mit klarkommen. Das Failed Experiment war gestern auch nicht unbedingt einfach. Aber wir sind hier nicht hier, um es einfach zu haben. Ich teste gerade hier mal den Standardschuss. Ja, das macht sie. Sie macht nämlich nach dem ersten Schuss. Könnt ihr auch gucken, wenn ihr mal drauf achtet, verändert sich hier das Symbol. Und dann führt sie dann nochmal einen Mehrfachschuss aus. Und ich war mir die ganze Zeit immer noch unsicher, ob ich das halten muss oder nochmal drücken muss extra, aber sie autocastet das zum Glück. Ja, und das Fade-Experiment wird natürlich lustig werden. Leider zurückziehen bei denen, die machen mehr Schaden, als es aussieht. Das wird aber auch mal liegen. Also der Dungeon hier ist echt Arbeit. Die ersten zwei Dungeons waren relativ moderat. Bis auf den zweiten, da war der Boss tatsächlich aufgrund der vielen Adds, die er da hat spawnen lassen. Dann doch etwas happig, aber da hatte ich ja auch noch gerade Glück gehabt und konnte ihn dann im ersten Durchgang, ne, im zweiten Durchgang dann legen, aber es war schon sehr knapp. Kann ich nur empfehlen, nicht aus Eigenwerbung, sondern weil ich tatsächlich finde, dass das auch schon sehr spannend war. Und da hatte man weit mehr Platz, also in dem ersten Dungeon, im zweiten Dungeon, ich glaube, das hieß Prison oder sowas. Da konnte man sich gut bewegen, hatte viel Platz. Und die Mobs standen nicht so eng aufeinander und haben da rumgekuschelt. Ninja-Falle. Ja, und Fokus, da habe ich echt ganz große Probleme immer noch. Ich kann kaum eine saubere Rota fahren. Mein Fokus depletet relativ schnell. Da muss ich noch gucken, dass ich das muss durch Gear ausgeglichen werden. Denn ich habe schon die Skills mir mal durchgeguckt und versucht, so für mich so eine gute taktischen Aufbau zu bauen. Aber viele Möglichkeiten habe ich da nicht mehr, jetzt noch was am Fokusverbrauch zu machen.
Und am meisten nimmt mir halt dieser Instant Shot, dann zieht mir Fokus aus. Zieht zwar nur 10 weg, aus, aber ich brauche den halt sehr häufig. Wobei ich mir angewöhnen muss, diese Temporary Ability häufiger auch zu nutzen. Hat zwar 40 Consumption und noch einen höheren Cooldown. Dürfte aber vom Schadensoutput nochmal besser sein. Zumal noch die Wahrscheinlichkeit auf dem Crit relativ hoch ist. Und ja, das ist, ist immer so eine Umstellung, wenn man dann nochmal ja, ein neues Skillset dann anwendet. Da muss ich einfach mal gucken, wie schnell ich das verinnerlichen kann. Und jetzt das Failed Experiment. Da darf ich nicht vergessen, den Dot drauf zu halten. So. Das ist das schon wieder. Ich drücke und es dauert ewig, bis da überhaupt irgendwas passiert. Das ist manchmal, und man merkt das dann halt nicht, dann dauert's. Verliert man viel Zeit. Was unschön ist in so einer Situation. So, erstmal Fokus aufbauen. So, Durchschuss. Da muss ich weg. War gerade noch so. So, gleich das hier hinterher. Ah, jetzt ist hier die Shadow of Darkness. Ja, da. So, Durchschuss weg. Ja, das klappt jetzt schon ein bisschen besser. Aber ich darf nicht nachlässig werden. So, du lass jetzt mal fallen. Komm schon. Einfach fallen. Fallen, Toten fallen. Danke. So. Das lief doch jetzt ganz gut. Nicht mal einen Heiltrank gebraucht. Und ja, also das Skill Deck 2 jetzt, das ich gebastelt habe, das ist jetzt schon auch hier besser anwendbar an der Stelle. Ja. Er ist wieder Mage, also das ist nervig jetzt. Ich könnte halt schon einfach auch jetzt mal Ranger Gear gebrauchen. Und das ist natürlich bitter, wenn man gerade in so Situationen jetzt wie hier darauf angewiesen ist und dann passiert nichts. Nur Mage Gear oder eben Guardian Gear habe ich jetzt noch schon bekommen, aber nein, nicht zum Ranger. Muss ich erstmal in die Ecke gehen und weinen. Hier wieder ein Fickle Ghoul. Entschuldigt die versaute Sprache, aber er heißt aber so, zumindest laut Übersetzung. Die nicht unbedingt wörtlich zu nehmen ist. Der regeneriert seine Energie, sehe ich das erste Mal. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Zombies hier ihre Energie regenerieren. Na gut, sind Zombies. Ist nicht ganz geradeaus in der Birne. So, zack. 383 XP für die Zombies, ist auch nett. Und wir steigen auch bald auf. Wäre sogar cool, wenn wir diesen Stand kurz vorm Ausstieg beim Bosskampf hätten, weil wir, sobald wir aussteigen, dann auch wieder volle Energie haben und vollen Fokus. Das würde uns gut weiterhelfen. Wie viel brauchen wir denn noch? 2000. Ich glaube, da kommen wir hin, wahrscheinlich mit den Zombies. Wow. So, fein gespickt. Watch us peak. So, ich hoffe, er geht gleich down. Ja. Hier haben Zombie, wollte ich jetzt eigentlich nicht mit Gift versehen. Aber c'est la vie. Weiter geht's. Fickle Goose sind halt echt. Die machen echt nett Schaden. Das ist überhaupt nicht schön. Aber die Zombies sind auch nicht zu verachten, also da muss man schon aufpassen. Das muss jetzt echt. Ja, wollte gerade heilen. Das ist natürlich stellenweise jetzt nervig, da möchte man ungern jetzt irgendwie so einen Trash-Mob down gehen. Und ich glaube, ich kann mich jetzt aber schon in die Mitte des Dungeons porten. Ja. Das ist auch schön praktisch. Ja,
Schlüssel habe ich schon, deswegen kann ich hier jetzt auch nicht mehr looten. So, nochmal den nächsten Fickle Ghoul. Ich bin echt froh, dass die nicht noch als Ads zu dem Boss kommen, weil das wäre echt heftig. Die sind echt nicht von schlechten Eltern, deren Schaden. Da ist gerade ein Vogel gegen mein Fenster geflogen. Also gegen Rollladen. Ich hoffe, den Vöglein geht's gut. So. Wandering Soul ist auch sauer. Klar, kein Wunder. Wer in Witch Tiberius Temple leben muss, der hat andere Probleme. Oh, jetzt geht er hier aus Art of Target. Der Target. Dann nehmen wir den hier. Und dann würde ich sagen, legen wir die Caligula. Lass es mal sterben. Alter Schwede. Ich bin mir doch nicht ganz sicher, ob ich nicht doch irgendwie einen Debuff habe. Ich sehe auch Abnormal Status Info, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Debuff ist. Das könnte vielleicht doch sein. Also ein Malus aufgrund des Sterbens. Ich würde sagen, Attack Power 276. Ne, es passt eigentlich. Ne, nee. Also zumindest meine Attack Power ist nicht unten. Und die Rüstung hat keine Haltbarkeit. Habe ich zumindest noch keine gesehen und auch keine Möglichkeit zu reparieren. Deswegen sollte das insoweit eigentlich passen. Okay, also die restlichen Erz hier noch erledigen. Und dann geht's weiter. Dann legen wir noch Caligula. Nach Caligula ist das Video dann zu Ende und wir setzen dann aber nahtlos fort und bewegen uns dann zum Witch Tiberius. So, Ding, Level 26. Schade, hätte ich jetzt gerne im Bosskampf gehabt. Aber gut, kann ich alles haben. So. Böser, böser Wolf. Aber ich bin ja nicht Rotkäppchen. Von daher hat er das Nachsehen dieses Mal. Vorhin hat er mich ja fast gekillt. So. Jetzt warten wir, bis der Cooldown unten ist. 6 Sekunden. 2 Sekunden. Ich erinnere mich dran, dass ich bei Caligula bin, ich glaube, ich bin im Kreis gerannt am Ende, ja. Und habe dann erstmal gehofft, dass der CD meines Heiltrank ist, dann endlich unten ist. Oder jetzt mich Bann erwischt. So. Durchschuss, Durchschuss, Durchschuss. Genau, stimmt, die macht ja diesen bösen, bösen, bösen magischen Schaden. So. Ich will nicht rausbeschwören, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, wieder einen Topf aufpacken. Entfernen. Fokus hoch, damit ich Sniper einsetzen kann. Ich setze es einfach ein, ungeachtet dessen, dass mich jetzt trifft. Ja, und das hat gut Schaden gemacht. Das hat sich gelohnt. So, bitte. Ah, Paladin, das meine ich. Da fühlt man sich leicht verarscht. Aber gut, Hauptsache es lief gut. Und jetzt gegen Tiberius. Es sollte doch jetzt mal heute klappen. Und wir beenden jetzt an der Stelle das Video, beziehungsweise erledigen jetzt noch diesen Skeleton Watcher. Weil ich gucke, ob ich den. Den kann ich leider nicht tamen. Ah, das wäre natürlich fett. Vielleicht droppt er sich selbst. Das wäre auch gut. Schon. Ah, schade. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass die sich selbst droppen. Und im nächsten Video geht es hoffentlich dann dem Ende von Witch Tiberius zu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Checke mal, ob ihr Wave-Emote funktioniert. Das tut es. Nice. See you next time.